Hallöchen und willkommen zurück hier bei Albedo. Ja, Leute, ich habe jetzt tatsächlich nach gefühlten 40, 45 Minuten, also eine Dreiviertelstunde, kann man schon so nicht verrechnen, habe ich jetzt endlich, glaube ich, rausgefunden. Da muss ich die, hier, nämlich das Radio, da habe ich nochmal geguckt, weil wir eine Batterie brauchten. Für den Helm. Ne? Da wissen wir ja noch. Hier konnte man dieses Radio nämlich immer nur aktivieren, ansehen und hast du nicht gesehen und also nehmen, ne? Und hier hinten dran, ne? Man muss. Na, komm. Da! Da! Batterie ansehen. Ey, das ist doch wohl echt ganz schön krass, ne? So, und ich hab das jetzt ja nun schon alles ein bisschen ausprobiert und hinbekommen. Aber das wollte ich euch ganz gerne einfach nochmal zeigen. Wie ich ja schon öfter mal gesagt hatte, wie komplex diese ganze Scheiße doch ist. Ich finde es ja auch immer wieder cool, aber teilweise echt ein bisschen übertrieben. Und hier beim Helm zum Beispiel hätte ich nur darauf gehen müssen auf Ansehen. So, zack. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal den Schraubenzieher, Schraubendreher, wie auch immer. Machen die Schräubchen hier raus. Hallo, wo ist der Schraubenzieher da? Deckel ab. Und nehmen die Batterie raus. So, gemacht, getan. Inventar. Jetzt nehmen wir uns die Batterie aus dem Radio. Schlauerweise. Reicht nicht. Aber wir wissen ja noch ganz genau, wir haben ja noch diese Feder. Hier, zack. Das bitte einmal einführen. Gut. Und das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir Licht am Helm. Achso, und vorher habe ich dann aber auch sogar noch in dem Handschuh hatten wir ja Helium drin. Da habe ich jetzt Sauerstoff reingefüllt. So, und jetzt können wir die noch einmal bitte aufsetzen. So, mein Freund, jetzt hast du Licht. Jetzt können wir nämlich hier wieder rein in dem Generatorraum. Und ich hoffe, das wird jetzt auch wirklich ein bisschen geschissen kriegen. One of those things. Where are they coming from? That one looks aggressive. I don't think I can kill it. Sprich, dass er jetzt auch zufrieden ist mit dem, so wie wir das jetzt gemacht haben. Die Schnecke einmal bitte da hinten hinwerfen. Maybe Jeffries can let me Inventar. One last time. Dann nimmst du einmal den Handschuh. Holst jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen Luft, ne? Packst den wieder weg und jetzt gehen wir hier rein. Los! Ey! Ja, es funktioniert. Oh, danke, lieber Gott, es geht. Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Natürlich! What on earth? I'm losing my mind. I need to get access to the tunnel. I'll need to use the pumps. Die Pumpen, ja. Wo sind die Pumpen? Gucken uns hier erstmal um. Nein! Oh, scheiße, Alter. Gib den Hammer her. Hä? Was war das? Alter! Lass mich in Ruhe! Hau ab hier! Oh, geh hoch hier! Alter, scheiße! Jetzt ist hier auch noch wieder so ein Vieh drinne. Ist ja ekelhaft, wa? Scheiße, kommen wir da hinten rein? Da hinten ran? Fast nehmen. Brauche ich nicht nehmen, schub sie runter. Jetzt zeig ich mir hier das Ding. Konsole drücken, Diskette nehmen. Immer die Diskette. Oder hätten wir. Nee, warte mal, wir lassen die erstmal noch drinne. Ja. Okay, lass mal drinne. Drück mal. I can't stop the water flow. The generator's cooling system is running. Ja, das ist natürlich doof, ne? Und jetzt läuft nichts. Doch, läuft doch. Dann können wir das ja eigentlich erstmal in Inventar legen, ne? Wir nehmen jetzt erstmal wieder die ganzen Sachen, die man hier. Aha. Monster ablenken. Haben wir denn hier wieder Schnecken? Das hat ja ganz gut funktioniert, ne? Mit den Schnecken.
Da müssen wir jetzt damit die Fässer. Ah ne, wir müssen ja auch irgendwie darüber kommen, ne? Brauchen wir die Fässer dafür vielleicht? Das ist doch genau hier bei uns immer, ne? Das scheiß Vieh. Schnecken sehe ich jetzt hier so die. Hä, ja, was wollte der Typ denn jetzt gerade machen? Schnecken sehe ich jetzt hier so direkt nicht. Kommen wir hier hin? Gehen. Hier können wir sogar lang. Stand doch eben. Ah, scheiße. Das geht nicht. Da müssen wir ja auch nachher raus, ne? Na klar, wir müssen ja die. Wir sollen ja die Pumpen abschalten. Ja, ich bin auch manchmal wieder eine Blitzbirne. Wieso kann ich jetzt die Fässer nicht mehr nehmen? Hä? Was ist das denn? Diskette? Spring doch! Ich pack mich jetzt hier gleich hoch. Maybe I can distract this monster. Ah, der kann aber ganz schön lange Luft anhalten, habe ich gerade mal gesehen. Also das sollte nicht so das Problem sein. Das Problem ist jetzt halt nur, wie kommen wir da rüber? Was liegt denn da noch? Was ist das? I need to stop the water flow. Ey! Hau ab hier. Oh. Das ist nämlich auch immer das Schwierige bei diesem Spiel. Du musst hier 100 Tasten gleichzeitig drücken. Hilft uns vielleicht das Fass hier schon? Ja. Bleib oben. Oh. Bleib. Genau so bleib stehen. Einwandfrei, das hat ja super geklappt. Ich vermute mal ganz stark, das wird trotzdem nicht von. Ah, wir haben ja die Diskette hier. Ein Glück. Ein Glück haben wir die Diskette hier. I need the boot disk. Ja. Jetzt geht doch vorwärts hier, Junge. So, nehmen wir hier das Ding. Diskette benutzen mit Open. Ja. Pumpen sind open. Dann macht doch mal. Hallo? Einmal benutzen. Hört doch gar nicht auf hier. Hallo. So. Geht jetzt was aus? Passiert gar nichts. Wie waren die Hebel jetzt überhaupt? Die waren beide eigentlich erst unten, ne? Nochmal, kann ich hier nicht jetzt noch auch noch Konsole ansehen, drücken? Looks like something's jamming the system. I better take a look. Ah? Ja, seht ihr mal an. Wo soll ich mir das denn ansehen? Ist doch open. Jetzt sag Nick, ich muss das Ding hier wieder rausnehmen. Ah, den geht doch gar nicht mehr, ne? Nee. Hä? Open. Mensch, du aktivier den Scheißschalter doch. Er zeigt ja jetzt auch nicht mal was an. Selbst wenn ich nur den E-Hebel betätige. Und dann müssen die Beete nach oben, ne? Zeigt er mir jetzt was an? Nö. Fehler, ja. Okay, die Hebel waren aber eigentlich von vornherein. Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die standen. Oh, nee! Wieso fällt er denn jetzt hier gleich wieder runter? Mensch! Alter, ist das ein Held. Das ist immer zu geil mit dem Typen hier. Gib mir nochmal die Diskette her. Man soll hier bestimmt einen richtigen regulären Weg nehmen, aber warum soll ich mir das immer so schwer machen, ne? Das Spiel ist schon schwer genug, ganz ehrlich jetzt mal. Da können wir hier auch mal ein bisschen rumcheaten hier. Okay, mach mal da wieder rein jetzt.
Oder muss ich das vielleicht mit meinen... I can't stop the water flow. The generator's cooling system is running. Vielleicht muss ich dieses Kett auch erst irgendwie benutzen mit dem Inventar. Wir haben doch hier auch so einen komischen, genau, den hier, ne? Nothing. Nichts. Alter, jetzt bin ich hier in den nächsten Raum und stecke schon wieder fest, oder was? Das kann doch alles nicht wahr sein. Die Diskette bringt mir hier gar nichts. Kannst rausnehmen, Kappes. Oh, jetzt kommen wir hoch hier. Hey, hoch da, los! Mensch, hau doch mal ab, du Gurke. Natürlich, jetzt hänge ich hier trotzdem im Wasser fest. Los, hoch! Ja, ja! Bleib oben! Bleib schön oben! Oh, hör auf zu laufen! Alter! Open, jetzt sind die open. I need to turn the generators off. I need to find the controls. Machst du erst? Ja. Ich will ja nicht wieder runterfallen. Ist das jetzt da? Läuft das da jetzt noch oder? Ich sehe das gar nicht. Doch, das läuft immer noch da, ne? Na klar, oder? Jetzt machen wir. Zack. Keine Ahnung, man sieht das ja auch nie richtig. Nehmen wir die Diskette, wir gehen nochmal zurück. Ne, ne, das läuft immer noch. Volle Kanne, Junge. Volle Kanne. Läuft das immer noch. Huch. Diskette rein. Maybe I can distract this monster. Ja, ich brauch das Monster gar nicht ablenken. Ich komme hier so auch nicht weiter. Trotzdem nicht. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh. Am besten man spielt das Spiel komplett erstmal so durch und schneidet dann alles zu. Ganz ehrlich jetzt mal. Wie gesagt, das macht nach wie vor Spaß, aber... Hier kann man ja hoch noch, ne? Ah ne, von da sind wir ja gekommen. Ey, Alter, das kann doch alles nicht wahr sein hier, Junge. Diskette her. Ich gehe da jetzt nochmal rüber. Da kann ich die Diskette mit Sicherheit nicht benutzen. Was ist nun los? Wie hält er die denn? Inventar. Nothing. Ja. Nothing. Mach mal hier rein. Open. Ja, jetzt sind sie auch open. Nee, der eine ist oben, der andere ist unten. Ey, das ist nämlich auch hier, oder was? Weil ich jetzt auch wieder schon gar nicht mehr so wirklich weiß, wie die standen. Eigentlich von vornherein. Hallo, kannst du den hier mal... So, pass auf, jetzt mache ich die Diskette hier rein. I need the boot disk. Ja, oh. Dann nimmst du halt... Dann nimmst du halt eine Diskette, so. Machst die da bitte rein. Jetzt sind die open. Hebel nach oben, macht Sinn. Die sind open. Offen, ne? Jetzt mache ich sie runter. Sprich, jetzt müssten sie normalerweise zu sein. Konsole drücken. Hmm. Looks like something's jamming the system. I better take a look. What? Ja, wo willst du denn dir das angucken? Kann doch hier gar nichts machen, oder was? Zeig mal, was ist denn mit dem Teil jetzt hier eigentlich noch?
passiert jetzt so eigentlich auch nichts. Großartig, ne? Das ist immer noch alles nach wie vor so. Oh. Leute, wisst ihr was? Ich glaube. Oder warte mal. Wir nutzen mit. It's pointless. Alles ist hier sinnlos, was man macht, Alter. Du musst dir doch auch mal ein bisschen Gedanken machen. Warum muss ich das denn immer alles machen? Was ist ein. Ja, ich sag dir es lieber nicht. Ihr könnt mich schon totlachen, ganz ehrlich, ey. Oh. Nee, Leute, denn. Würde ich sagen, wir machen hier Feierabend. Ich glaube, die Folge ist jetzt sowieso schon mal wieder ein bisschen länger, weil die Zeit auf immer rum war einfach und ich konnte mich gar nicht mehr von euch verabschieden. Aber naja, dann sage ich jetzt halt auf Wiedersehen und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. Ne? Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sage vorerst Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich werde das dann hier aber erst wieder offscreen ein bisschen ausprobieren, ne? Das ist mir sonst zu doof, ganz ehrlich. Ich will euch nicht hier stundenlang immer die gleiche Kacke zeigen, in einem Raum 100 Folgen verbringen und hast du nicht gesehen. Also naja, gut, jetzt auch genug gequatscht. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, ne? Hoffentlich. Ne? Hoffentlich. Gut, Leute. Damit dann erstmal macht's gut und wir sehen uns.